Der Wirtschaftssprecher der FPÖ setzt fort, Erwin Angerer. Geschätzte Damen und Herren und Zuhörer, Frau Minister, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich wohlfühlen in Ihrer Haut. Sie waren doch selber in der Privatwirtschaft und Sie sehen doch, was passiert draußen. Und wir haben es doch schon lange und breit diskutiert hier herinnen im Parlament. Und Sie kennen die Zahlen. Mir kommt immer vor, Sie handeln, diese Regierung handelt nach dem Motto, warum einfach, wenn es kompliziert auch geht. Und Sie haben Hilfspakete aufgestellt, reden von Milliarden. Das ist der Härtefallfonds, die Kurzarbeit, der Hilfsfonds, in Summe 27 Milliarden. Und rausgegangen sind tatsächlich bis jetzt rund 460 Millionen. Das sind 1,6%. Also wenn Sie jetzt in einem Unternehmen mit einem Mitarbeiter reden würden, wie er seine Ziele erreicht, wie würden Sie dann den bewerten, wenn er nach 3 Monaten 1,6% seiner Ziele erreicht hat? Also entweder wollen Sie nicht, dass das Geld rausgeht, oder es ist so kompliziert und so komplex aufgebaut und mit so viel Bürokratie behaftet, dass es einfach nicht funktioniert. Und heute haben Sie schon wieder beim Härtefallfonds nachbessern müssen, weil es einfach nicht funktioniert. Ich mag es mir schon gar nicht mehr durchlesen und ich denke mal, dass es vielen österreichischen Unternehmen auch schon so geht, dass sie sich nicht mehr antun wollen, das alles durchzugehen und nochmal Anträge zu stellen. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn Sie jetzt bei der letzten Pressekonferenz den Hilfsfonds präsentiert haben mit dem Fixkostenzuschuss, wenn Sie heute den Standard lesen von namhaften Volkswirtschaftsprofessoren, dann sagen die wieder, der ist wieder so aufgesetzt, dass er wieder nicht funktionieren wird. Aus dem Fixkostenzuschuss ist noch null rausgegangen und so wie Sie schreiben, wird so wie er jetzt aufgesetzt ist, wieder nichts rausgehen und wieder nicht funktionieren. Also warum machen Sie das? Warum helfen Sie den österreichischen Unternehmern nicht mit einfachen Zugängen und einfachen Regeln? Und das nächste ist das Thema der Maskenpflicht. Also jetzt haben Sie heute eine Verordnung herausgegeben und die haben wir die angeschaut. Das ist jetzt die aktuelle Verordnung vom 27. Mai, die alles lockerer macht. Also nur einen Punkt da drinnen. Die Beherberger hat sicherzustellen, dass die Mitarbeiter weiterhin natürlich die Maske tragen müssen. Also keine Erleichterung. Und bei den Nächtigungen in Schlaflagern oder bei Gemeinschaftsräumen ist nur zulässig, wenn der Abstand mindestens 1,5 Meter beträgt. Also bisher waren es 2 Meter. Das heißt, wir nähern uns jetzt alle 14 Tage dann um einen halben Meter an. Also was soll denn das? Also das ist ja lächerlich. Das kann ja nicht funktionieren. Also das sind Vorgaben, die einfach in der Praxis nicht umsetzbar sind. Und ich habe so eine Maske wie viele andere Österreicher auch eingesteckt. Aber nicht, um mich vor einem Virus zu schützen, sondern nur, um die Unternehmer zu schützen, dass sie nicht gestraft werden. Und ich setze auf, wenn ich in ein Lokal hineingehe oder in einen Handelsbetrieb hineingehe, um den Unternehmer zu schützen. Aber alle wissen schon mittlerweile, dass diese Maske vor einem Virus niemanden schützt und da völliges Plagiat ist. Das ist nur mehr Symbolpolitik. Und es hat solche Politik schon vor Jahrhunderten gegeben. Und Sie kennen sicher die Geschichte von Wilhelm Tell. Und da hat es den Gesslerhut gegeben. Und wer den Gesslerhut nicht gegrüßt hat, ist bestraft worden. Und dann hat der Wilhelm Tell müssen seinem Sohn den Apfel vom Kopf schießen. Diese Maske ist der Gesslerhut des Sebastian Kurz. Die österreichische Bevölkerung wird gezwungen, dieses Symbol zu tragen. Und das gehört abgeschafft. Und deshalb stelle ich einen Antrag, weil sie völlig nutzlos ist, auch die Maske. Und Sie wissen, schauen, wie Sie es da oben haben. Der Obernostra, da schaut die Nase immer aus. Und die Holben haben sie eh schon runtergetan. Also, ich meine, ist ja logisch, bei denen geht es ja gar nicht anders. Aber das ist völliges Plagiat, das einfach sinnlos ist und nicht mehr getragen werden muss. Und deshalb stelle ich den Antrag, um der Wirtschaft wirklich zu helfen, dass die Bundesregierung wird aufgefordert, den Maskenzwang insbesondere im Handel und in der Gastronomie umgehend zu beenden, um auf Freiwilligkeit umzustellen, um so dringend die benötigten Umsatzzuwächse für die betroffenen Branchen zu ermöglichen und die Lebensqualität der Konsumentinnen und Konsumenten wieder zu steigern. Ich hoffe, dass Sie endlich vernünftig werden.
Erwin Angerer von der FPÖ war das erst Wirtschaftssprecher mit einem Antrag, die Maskenpflicht gehöre abgeschafft. Das ist ein Antrag der FPÖ zu dieser Budgetuntergruppe. Das Budget wird morgen abgestimmt und damit auch alle Anträge, die heute und gestern eingebracht wurden.